Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Infinite. Den Prachtkerl hier? Die ganze Abteilung hat jetzt solche. Wenn wir die Vox aus dem Skyline-System kriegen sollen, brauchen wir bestes Material. Aha, gibt's da noch freie Stellen? Ich würde auch gern Vox verprügeln. Ah, Alter, ich will auch sowas. Geil. Cool, haben wir ja. What the? Zwei gegen eins ist unfair. Peng, peng, peng. Schieß mit. Peng. Granate. Lade nach. Madame Lutez, ich habe all Ihre wissenschaftlichen Bücher gelesen. Mutter sagt, das sei keine Beschäftigung für eine Lady. Aber ich glaube, was sie zum... ist nur neidisch, weil What? Sie so klug sind. Hm. Stimmt es, dass nur Sie das Mädchen in dem Turm besuchen dürfen? Wenn das Lamm auch einsam ist, würde ich es gerne besuchen, denn wir hätten viel gemeinsam. Herzliche Grüße, Constance. Ich hab schon das ganze Jahr gewartet. Du hast immer so Gefühle. La 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 la. Ach geil, Familienfeste. Nun hat die Verlosung 1912 offiziell begonnen. Hey, Mister, Mister. Hallo? Sorry, ich kauf nichts. Dummchen, die Verlosung kostet doch nie was. Erleben Sie hinterm Mond? 77. Oh, oh. 77? Das ist eine Glückszahl. Ich drücke in die Daumen. Bring mir die Trommel! Ist das nicht das hübscheste weiße Mädchen in ganz Kolumbien? Nein. Also dann, die Gewinnzahl ist Nummer 77! Tja, was sagt man dazu? Tja, was sagt man dazu, wirklich? Was? Nein. Bitte, bitte, bitte. Ich weiß, es war meine Schuld. Bitte, bitte, nein. Bitte, was tut sie? Na los, wirfst du jetzt? Oder trinkst du deinen Kaffee etwa lieber schwarz? Oh, da haben wir ja einen ganz nee, schüchternen. Sowas mache ich nicht. Ich werde definitiv nicht werfen. Warum wirfst du nicht du Spast. Da ist er. Wer? Wo hast du das Brandzeichen her? Weißt du nicht, dass dich das zu dieser hinterhältigen Schlange dem falschen Hirten macht? Und ich bin ein Prophet. Mit unserer Herde nichts zu suchen. Zeigt ihm, wie wir das hier machen, Jungs. Oh, oh. Yeah! Action! Zack! Los jetzt! Hey, wo willst du hin? Jawoll! Boah, so ein Ding brauche ich auch für die Arbeit. Ups. Komm her. Alter, ist das Ding geil. Ach, die kann man auch plündern. So, so. Noch einer? Bestimmt, wa? Oh Mann. Hey, ich will mit. Aua. Uiuiui. Er hat eine Waffe. Du Spast. Zack.
Prophet ist zurück. Ich hab's. Ups. Gesagt, komm, Stock. Man verkauft der Kundschaft das Paradies und sie erwartet einen dienstbaren Erzengel für jede Arbeit. Im Reich Gottes gibt es keine niedrige Dienerschaft. Tja. Ich habe einen Mann in Georgia, der vermietet uns so viele Negerhäftlinge, wie sie transportieren können. Sie können ja sagen, das seien einfache Seelen, die Buße tun, weil sie aus ihrem gesellschaftlichen Rang ausbrechen wollten. Was immer ihr Gewissen erleichtert. Mir egal. Oh. Genickbruch gefälligst. Zack. Huch. Den habe ich in die falsche Richtung geworfen. Bin zu Hause. Ah ja, das wird, irgendwie erinnert mich das hier so ein bisschen an Crysis-Style. War da noch einer? Huch. Ja, was geil. Zum Huch. Was war jetzt los? Aber echt? Hey. Was? Ja, Kiste. Waffe haben wir. So. Der noch. So, das war unser erster Tod schon. Das ging schnell. Können wir da wieder lang? Da sind wir schon reingelaufen. Ah, verstehe. So, wo rein? Wo müssen wir lang? Eieiei. Nein. Die schießt echt von da hinten noch? So, nachladen. Medikit nehmen und weiter geht's. Jetzt wird's heiß. Was ist bloß los? Ja, toll. Uah! Alter, was ist das? Alter! Wo ist der? Ruckel. Oh nein! Ei. Meine Kraft. Alter, krank. Teufelskuss. Tja, man lebt noch einmal. Ja. Na, warum ruckelt der denn so?
Oh, stopp. Wie? Nicht genug Salz. Leck mich doch. Moment, ich habe eine Idee. Hier ist, denke ich mal, nichts mehr. Nee. Wir haben ja noch, da ist ja noch Salz drin, ne? So. Ah! Ei. Da hätte ich auch reinwerfen können. Teufelskuss. Ist hier noch was? Da glänzt noch was. Oh, hoppla. Alter, so. Da sind wir wieder ein bisschen im Action-mäßigen. Ich gehe die anderen. Ich gehe die auch noch durch. Die gehe ich dann in der nächsten Folge mal durch und. Ich finde es einfach so geil hier. Tut mir leid. Geil. So, was siehst du hier? Du siehst hier die Endcard von meinen Videos. Unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar. Auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar. Schreib mir PNs oder sowas, was du gut findest, was nicht. Liken, abonnieren, irgendwas. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Freut mich, wenn du wieder dabei wärst.